Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen. Wie viel Platz habe ich denn? Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas leer machen kann. Muss ja eh noch zum Jahr. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Lasst mich alles stehen und liegen lassen, nur um euch behilflich sein zu können. Das macht gar keine Ahnung. Sehen wir einmal, ob wir etwas finden, das euch steht. Wir wissen gar nichts. Endlich. Ah, hallo, wollt ihr etwas kaufen? Wenn ihr nach dem Preis fragen müsst, seid ihr vielleicht im falschen Laden. Ihr wollt wirklich in den blauen Palast? Das ist eine gute Gelegenheit. Wenn ihr bereit wäret, eine Garderobe von glänzende Gewänder zu tragen und mit der Jarl zu sprechen, würde ich euch nicht nur dafür bezahlen, sondern ihr könntet die Garderobe auch noch behalten. Gut, hier ist die Garderobe. Versucht, Elisifs Meinung darüber zu erfahren. Und wenn sie ihr gefällt, dann erwähnt, dass ihr sie von glänzende Gewänder habt. Habe ich bei Amazon gekauft. Danke, dass ihr hier einkauft. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Papa sagt, hey, dass ich heute nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Nee, ich will nicht Fangspielen. Ich habe so das doofe Gefühl. Es gehen die alle pennen, ne? Ist natürlich jetzt schlecht. Gebt eurem Wahnsinn eine Struktur. Ach, der Typ, das müssen wir auch noch machen. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Wie geht es mit der Aufgabe voran? Ihr habt ihn gefunden. Ich muss zugeben, dass ich nicht daran geglaubt hätte, dass er tatsächlich dort sein würde. Sehen wir uns das einmal an. Oh, oh nein. Das wird nicht genügen. Das Exemplar ist unvollständig und so sehr gealtert, dass es teilweise gar nicht mehr lesbar ist. Und die Teile, die lesbar sind, nun... Seit damals hat sich die Bardenkunst auch sehr verbessert. Es bedeutet, dass ich ihn nicht bei Hof vortragen kann. Ohne den Vers kann ich Elisif nicht davon überzeugen, wie wichtig das Fest der Verbrennung von König Olaf ist. Wenn sie von der Bedeutung des Festes nicht überzeugt ist, wird sie ihr Verbot, das Bildnis zu verbrennen, nicht noch einmal überdenken. Es bedeutet, dass die Verbrennung von König Olaf, die die Bardenakademie schon seit Urzeiten abhält, nicht stattfinden wird. Dazu dichten? Das kommt mir nicht richtig vor. Ich nehme an, ich könnte seinen Stil anhand dessen, was ihr mir gebracht habt, wohl kopieren, aber ich habe keine Ahnung, was zwischen diesen Versen kam. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig, eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. König Olaf? War Olaf Einauge? Er ist berühmt dafür, dass er den Drachen Numinex gefangen und nach Drachenfeste gebracht hat. Was sagen wir, was wirklich geschehen ist? Das finde ich sehr unwahrscheinlich, aber der Hof wird es lieben. Ich schreibe es hinein. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Seltsam. Die Geschichte besagt, dass Einsamkeit Winterfeste angegriffen hat. Aber Esgeier scheint zu sagen, dass Olaf reagierte. Was sollen wir sagen, was geschehen ist?
Nein, das geht zu weit. Sehr spannend, aber höchst unwahrscheinlich. Das kann ich unmöglich hineinschreiben. Und Sie haben den Befehl missverstanden. Das schreibe ich hinein. Das bringt den Hof sicher zum Lachen. Er hat ein paar Endzeilen, aber mehr haben wir nicht hinzufügen müssen. Ich muss zum Hof gehen und es vortragen. Ihr solltet mitkommen. Das gut geht. Dekan Inge sagt, ein Barde kann niemals genug Übung bekommen. Also, möchtet ihr ein Lied? Der Typ jetzt oder kommt er jetzt nicht? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ich habe eine persönliche Angelegenheit, bei der ich auf eure Hilfe hoffe. Falk sagte mir, was ihr in der Wolfsschädelhöhle für uns getan habt. Er sagt, wir könnten euch vertrauen. Ihr wisst vielleicht, dass die Verehrung von Talos im Kaiserreich geächtet ist. Als wir meinen Mann bestattet haben, haben wir allen Göttern Opfer gebracht, außer Talos. Ich möchte, dass ihr etwas aus seinem Besitz an einem Schrein von Talos niederlegt. Ein Kriegshorn, das er von seinem Vater geerbt hat. Danke. Das würde mir viel bedeuten. Wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch... Es sieht eigentlich ganz bezaubernd aus. Eine hervorragende Handwerksarbeit. Ach, wirklich? Nun, dann könnt ihr dort ausrichten, dass ich sehr bald einige Kleider in Auftrag geben werde. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit. Jetzt muss ich auch noch nach Dingens. Die Quest auch noch machen. Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorie, das ich von einem Menschen niemals erwartet hätte. Ist ja bestimmt auch ein Vampir oder so. Das bringt mich jetzt alles nicht wirklich voran, weil jetzt ist natürlich abends, jetzt gehen die alle pennen. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir jetzt in die Taverne gehen, ein bisschen die Zeit vorspulen quasi. Ne, wir jetzt selber schlafen gehen. Damit wir das Inventar mal so ein bisschen entleert bekommen. Mit ihm müssen wir auch noch sprechen. Aber nicht jetzt. Und dann müssten wir, glaube ich, alle haben. Wir haben die kurze hier oben. Wir haben den Typen. Wir haben sie. Ich glaube, das waren 5 Leute, denen wir helfen mussten, ne? Und ihr, stimmt. Ihr müsst mir auch noch helfen. Gesicht zu sehen. Ihr kommt nicht zufällig aus Weiß. Wir führen hauptsächlich Korps. Heutzutage besuchen uns... Oh nein. Ich bin ja eigentlich... Oh, kann ich mir nichts kaufen, Kind? Mit wem kann ich denn hier handeln? In Mortal einen Besuch ab. Sie sollte euch helfen können. Stimmt, ihr musst mir auch noch helfen. War das auch jetzt direkt hier? Genau, nach der Tochter sollten wir fragen. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwache zurück ins Leben gerufen haben. Und wir könnten auch rein theoretisch gesehen jetzt schon der kaiserlichen Armee beitreten, aber... Machen wir es jetzt schon? Machen wir es später. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Machen jetzt erstmal die Quest, die wir jetzt haben, und dann machen wir es... Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen kalt zu machen. Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Die Berichte meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an.
Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen hinter ihm. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Nennt es, wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruuf. Balgruuf verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfriks Anspruch anzuerkennen. Wenn er den Schutz des Kaiserreichs nicht will, in Ordnung. Soll Ulfric seine Stadt plündern? General? Ihr und eure verdammten Jarl. Ja. Man kann einen Nord nicht zwingen, Hilfe anzunehmen, um die er nicht gebeten hat. Falls Ulfric es bei Weißlauf versucht, müssen wir dort sein, um ihn aufzuhalten. Nicht mit ihm sprechen. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfriks Jungs zu töten. Dann gehe ich mal. Habt ihr euch verlaufen? Ja, nein. Ich will ja eigentlich mit dem Dings oben sprechen, aber es geht ja nicht. Das ist ja so typisch Skyrim einfach. Habt ihr schon vom Raben-Narbental gehört? Es befindet sich auf einer Insel im Westen und ist eine Schlafstätte der widerlichen Raben. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht lassen meine Männer jetzt jeden durch, der in das Schloss hineinspazieren will? Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr hier seid, Bürger? Ach ja? Oh, natürlich. Ich kenne euch aus Helgen. Einer der Gefangenen, wenn ich mich recht entsinne. Nein, ich bin ja noch gar nicht mehr. Oh. Hadwa ist am Leben? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Soldat. Aber er hat sich noch nicht zurückgemeldet. Er kann also eure Geschichte nicht bestätigen. Redet doch in der Zwischenzeit mit Lega Drecke. Ich denke, wir können jemanden von eurer Sorte gebrauchen. Es gibt nicht viele, die Helgen überlebt haben. Außerdem gehe ich davon aus, dass eure Gefangennahme bloß ein schreckliches Missverständnis war. Die Berichte meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Redet Tag mit Lega Drecke. Sie wird darüber entscheiden, ob ihr euch für die Ach Leute, ich will jetzt noch nicht der kaiserlichen Armee beitreten, ich will die eine Quest für dich machen. Was denn hier? Oder sind die das nicht? Hinter ihm. Das ist keine Sache. Ach, der ist da unten irgendwo. Nennt es, wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl
General Gru verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfriks Anspruch anzuerkennen. Bleibt wachsam. Wenn ich nicht will, in Ordnung. Soll Ulfrik seine Stadt plündern? General? Ihr und eure verdammten Jarl. Ja, man kann einen noch. Falsche Richtung. Bin immer noch da. Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf. Das erzählt sie jetzt schon das dritte Mal. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Habt ihr eine Meldung? Die Berichte meiner Kundschaft lassen auf der anders aus. Kannst aber nicht irgendwo. Wo soll er denn sein? Da ist das draußen um die Ecke. Meer an. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste. Ich habe hier keinen Weg. Ach, da ist ein Weg. Jetzt habe ich Schluck auf. Nennt es wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruf. Balgruf verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfriks Anspruch anzuerkennen. Wenn er den Schutz des Kaiserreichs nicht will, in Ordnung. Soll Ulfric. Schließt meine Männer in eure Gebete ein. Die werden sie auch brauchen, wenn sie nicht mehr. Ihr und eure verdammten Jarl. Ja, man kann einen Nord nicht zwingen, Hilfe anzunehmen, um die er nicht zu bieten. Verdammt, der Sturmmantel, Rebellen. Was ihre Abkommandierung angeht. Derlei Informationen sind im Allgemeinen vertraulich. Ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um es ihr zu sagen. Ihre Tochter wurde nach Weißlauf entsandt, wo es zu heftigen Gefechten gekommen ist. Der Legat von Weißlauf wollte in Erfahrung bringen, wo sich die Positionen der Sturmmäntel befinden. Er schickte einen Trupp los, um das Gebiet auszukundschaften. Sie stießen auf eine größere Streitmacht. Es hieß, keiner von ihnen sei zurückgekehrt. Gefreiter Morin. Angelas Tochter war ein Mitglied dieses Spähtrupps. Sie muss es erfahren. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Es ist schön, ein neues Gesicht. Ihr habt etwas aus all das herausbekommen. Ich wusste es. Was hat ihr gesagt? Ich habe es ihr gesagt, dass die kaiserliche Armee sie umbringen wird. Dass dies ein Krieg zwischen den Jarl und den Generälen ist. Und wir nichts damit zu tun haben. Aber sie wollte einfach nicht hören. Es war mutig von euch, mit dieser Nachricht zu mir zu kommen. Ich kann euch nicht dafür danken, aber ihr habt mir einen Dienst erwiesen. Was willst du denn? Ihr wart bei Rockwears Hinrichtung. Mag sein, aber notwendig. Wie ihr wisst, ist meine Cousine Fura im Kampf für uns gestorben. Wäre Rockwear nicht gewesen, hätte das nicht sein müssen. Die meisten gehen hinüber in den zwinkernden Skeva. Wenn ihr keine Musik hören und nichts trinken wollt, könnt ihr wenigstens mit Corpulus sprechen. Er weiß immer den neuesten Klatsch. Danke, dass ihr meiner Tante geholfen habt. Wir sehen uns. Papa sagt, dass ich Rockwear nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Willkommen im zwinkernden Skeva, mein Freund.
Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Ja. Also, was haben wir denn jetzt noch hier? Achso, das mit ihr müssen wir noch sprechen. Haben wir das auch schon erledigt? Hättet ihr vielleicht etwas Gold für den Veteran übrig? Habt ihr vielleicht... Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer Güte... Aber macht ihr den Laden denn auf? Doch gar nicht. Eine Mission abgeben. Oh. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand. Mir geht jetzt besser. Boah, da kriegst du doch das Kotzen, Alter. Willst du nur eine Quest abgeben und wirst direkt angekackt, Alter. Das ist so eine Standardreaktion, weißt du doch, ich betritt den Laden, alle anderen so, ui, schnell weg. Aber wo ist denn die Troller jetzt auf einmal? Euch segnen. Möge. Boden, über den euer Weg euch führt, zittert. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Klappe. Großartig. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Wie versprochen gehört die Kleidung euch. Und hier ist noch etwas für eure Bemühungen. Wir haben den besten Fisch. Täglich Fangfisch. Denkt an glänzende Gewänder, wenn ihr einen Kleiderwechsel braucht. Ich hoffe, wir nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Ärger oder so? Ja, echt, der Ärger oder so? Und Lydia wird direkt wieder so. Stellt sich erstmal direkt ins Bild.
Alles in Ordnung? So, lass mal kurz gucken. Ach ne, Escape-Taste war das, ja. Okay, dann können wir direkt nach Weißlauf gehen. Mit dem Wetttrinken sind wir sowieso nachher in Makars. Das machen wir auch. Soll ich euch... Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Besseres Wetter gibt es nicht. Wir werden aber vorher erstmal kurz zu Hause vorbeischauen und gucken, was die Kinder machen. Ja, ich habe Schlammkrabben gesehen, die waren schlauer als ihr. Hawker-Gesicht. Skeva-Hörn. Wolfsstinker. Das werde ich euch heimzahlen. Ihr kriegt mich nicht. Hey, Papa. Gebt auf euch Acht. Bist du einmal nicht da und die Plagen streiten sich erstmal direkt. Ist ja fast wie zu Hause. Und Lüdi macht wieder Dauersport, man sieht. So viel Zeug hier drin. Muss ich eigentlich alles mal verkaufen. Ludi ist irgendwie gerade buggy. Das wird aber vorbei. Und Level up. Juhu. Ich
Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ach, die hat den verzauberten Helm auf. Was geben wir dir denn mal als Ring? Ach, die habe ich verkauft, glaube ich. Ja, dann braucht sie die Ringe nicht. Geht ihr voran? Wie immer. Immer auf den Kleinen als erstes. Warte mal, die kann ich doch verkaufen, die Dinge. Behalten wir. Bergblumen brauchen wir eigentlich auch nicht. Lassen wir mal da, da können wir Sachen rausmachen. Ringstein würde ich auch aufheben. Auch aufheben, was haben wir da? Das können wir verticken. Können wir auch. Ja, das Problem ist, ich müsste... Ja, die wollte ich eigentlich hier drin lassen. Müsste das mal skillen, dass wir mehr Geld bekommen für das, was wir verkaufen. Ich habe schon eben jetzt Schwert da drin. Müsste aber trotzdem mal so langsam was essen. Was haben wir denn? So, jetzt können wir uns mal schön in die Backen pfeifen. Weil jetzt hat das Tablet nur noch Wert von 5. Bernstein brauchen wir noch. Was kann ich noch entzaubern? Gar nichts von den Sachen. Ich bin direkt hinter euch. Wie kann ich euch dienen, Tane? Geht ihr vor... Ja, die packe ich nur einmal im Weg.
Oh, du lässt mich doch mal wieder da durch, Mann. Schlafe mal ein paar Stunden. Ja, wir machen mal die Ausdauer. Und wie die Kinder schlafen einfach, ne? Machen wir erstmal das hier mit den Briefen, verkaufen ein paar Sachen. Dann werden wir uns um die Rüstung kümmern für den Tullius. Weil die kenne ich nämlich auch nicht, die Mission. Und vor allem, solange wir jetzt die Mission jetzt nicht machen mit den Soldaten, greifen die Weißlauf nicht an. Und solange sieht Weißlauf noch hübsch und schön aus und danach sieht das ja so kaputt aus. Ja, Pferd, auch du kannst springen. Oder auch nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Und ich schicke euch jemanden hinüber. Seid ihr hier genau? Einen guten Tag wünscht. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Nee, sonst brauchen wir erstmal nichts. Zumindest noch nicht. Ne Tierchen. Wollen wir mal 3 Stunden schlafen? Haben wir hier noch? Haben wir auch noch Sachknochen drin? Und die Statue von Dibella. Ja. So, dann gehen wir erstmal nach Illithor. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn alles... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ich würde...
Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ah, wollte ich doch gar nicht kaufen, ich wollte verkaufen. Denk daran, ich tue ab. Um euch die besten Geschäfte zu bieten. Ach nee, die wussten dein Schild. Euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Er hat sie nicht ausgerüstet gerade. Dann mal los. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Wetttrinken, aktueller Standort, Charlotta. Notiz noch wegbringen und noch die das Kopfgeld holen, genau. Ihr wollt euch wohl mit Reifes um. Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Danke. Joriks Schwester? Das arme Kind. Die Magie steckt dieser Familie im Blut. Und das ist nicht immer ein Segen. Ich danke euch dafür. Hier, eine kleine Belohnung. Mögen Kynarets Winde euch zum Glück. Lass es aufhören! Mögen die Göttlichen euch segnen. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Genießt.
genießt euren Besuch in Drachenfest. Wollte ich selbst in die Zuflucht gehen und die dunkle Bruderschaft ausräuchern, aber... Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Natürlich seid ihr es nicht. Kultist, okay, was will der? Wenn sie kommen, dann kommen sie alle auf einmal, ne? Mach das!
Danke fürs Folgen. Okay, ist das jetzt eine Questreihe, die wir bekommen haben? Yo, ist das eine Questreihe? Oh, und ist es so weit weg einfach. Immer im Schneegebiet. Werden wir aber mal einen Angriff nehmen müssen. Denn das? Wo ist mein Pferd schon wieder? Ah, oh, wo ist der jetzt schon wieder hin? Frage, wo sind jetzt die Khajiits? Ach, Khajiits, die... Eine Magier ist eines ein Magier. Halt still. Ist der dritte? Gebt auf, oder ihr werdet. Gnade. Gibt's Gnade. Macht er mit uns ja auch nicht. Nur Crap dabei. Noch einen Schlüssel suchen. Ein Zelt für drei Leute. Ah ja. Der andere hingeflogen.
Ja, ich will ja die Rüstung in meinen Besitz bringen, aber das Problem ist einfach, ich brauche den Schlüssel. Was ist denn der weggeflogen? Ich bin vorbeigelaufen. Ach, der liegt daneben. Nee, ich will ihn durchsuchen. Der lag daneben. Wer flucht? Oh. Warum ist die verflucht? Ihr seid so gemein. Wert 6000. Bücher. Ah, okay, dafür müssen wir nach Einsamkeit. Der Tugel ist noch nicht online, offline, online ist.